So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Er sagt, die meisten Werkstätten. Ihr seht im Hintergrund den Oma-Golf. Wir sind mal wieder bei Benny. Eigentlich ist hier schon Feierabend heute, aber wir machen uns mal einen kleinen Männerabend hier heute und werden mit 10 Leuten gleichzeitig an diesem Golf schrauben, weil so langsam geht es ja wieder mit der Saison los. Und wir haben immer noch die Probleme: A, wir wissen nicht, ob bei Paul auf dem Prüfstand die Ansaugbrücke wieder gesprengt ist. B, die ganzen Schläuche, die ständig runtergeflogen sind. Ich zeige euch gleich nochmal einmal die Konstruktion. So, und? Ja, das war mal eine saftige 2,88. Durchgerollt durchs Ziel, war Schlauch unter. Ah. Ja, aber da war richtig. Vor allem, er fing gerade erst an. Also. Guck mal, das ist immer noch unser Konstrukt vom Race, dass der Schlauch da nicht runterfliegt. Oh je. Und C, Thematik Turbolader. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Es gibt auf jeden Fall ein Upgrade. Das heißt, wir zerlegen jetzt erst alles, bereiten das neue Verdichtergehäuse vor, kümmern uns um alle Schlauchverbindungen und anschließend zum Turbolader gibt es dann bei TTE nochmal ein extra Video, das heißt, den blenden wir einfach erstmal aus. Wilmer hat das Gehäuse schon an dir, ne? Eigentlich ja fast schon schade, dass der Kollege jetzt hier rauskommt, ne? Jetzt hat er aber auch sein Geld verdient, ne? Ja, weil der hat jetzt ja wirklich so viele Jahre mitgemacht. Es ist ein Wunder, dass die Mittelgruppe noch durchgerostet. Weil das ist ja immer noch das alte Gehäuse von deinem Golf damals. Ja, also ich noch 2 Jahre auf der Straße gefahren oder so, ne? Ja. Das hat echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So, also das hat schon ein bisschen was hinter sich. Es geht um diese besagten Stellen, die immer noch provisorisch auf dem Prüfstand funktioniert haben. Das heißt, wir ersetzen heute hier bei Benny diese Verbindung. Geil, dass wir die eine auch schon rostet, ne? Ja, also das ist wirklich, dass das Ding überlebt hat. Und es ist ja nicht die einzige, sondern es geht hier weiter. Da haben wir ja noch so einen Kandidaten. Und hier haben wir noch so einen Kandidaten. Und da unten drin haben wir noch so einen Kandidaten. Diese ersetzen wir. Diese. Und diese. Also versprechen wir uns davon, dass es entweder auf dem nächsten Event gar nicht mehr kaputt geht oder so richtig dann? Oder ja, erstmal die erste Hauptsache ist überhaupt erstmal nicht mehr diese scheiß Schrauberei ja, da. Nervig. Ich will nicht wissen, wie oft Flo hier mittlerweile die Schussstange vorne abgezogen hat. Dafür, dass es ja sonst alles funktioniert, ne? Ja. War es halt wirklich, also es waren in dem Fall wirklich einfache, ja, ich will nicht sagen Kinderfehler, weil dass ein Schlauch runterfliegt, ist eigentlich so eine Sache. Ja, ab einer gewissen Professionalität darf das auf dem Wind einfach nicht mehr passieren. Wobei es alles schon viel mehr geschrieben, ja, muss eine Schweißnaht dran, muss eine Sicke ran, das ist ja alles schon. Ist ja schon alles, ne? Also es ist halt einfach, ja, bei über 3 Bar ist dann halt auch ein bisschen Musik. So, drauf, ne? Diese ganze Konstruktion hier hinten mit dem Schubumlaufventil, die kann mittlerweile auch weg, weil das war damals für das Originalsteuergerät noch, da mussten wir halt ein internes Schubumluftventil fahren, damit der Luftmassenmesser immer den richtigen Wert hat. Jetzt mit der EMU ist das egal. Das heißt, das Pop-Off kann da auch wieder weg und hier kann schön ein offenes hin. Ne? Okay, wir müssen uns jetzt von oben nach unten durchkämpfen, bis wir an Ansaugbrück angekommen sind. Das heißt, wir tauschen jetzt als erstes das Verdichtergehäuse. Dann fangen wir an mit diesem Übergang zu Schelle Nummer 1. Wenn dieses Rohr sitzt, machen wir unten mit Nummer 2 weiter und dann geht's auf der Seite weiter und gucken wir einfach, wie weit wir heute kommen. Ah, das Konstrukt. Ich weiß noch, wie viele Male. Wie das rein oder raus? Ist noch eine dran, ja, ne? Eine ist noch. Die ist auch genau hinterm Öllauf da immer so, ja, hinterm Rücklauf. Ja, die habe ich mir gerade weggedreht. Versetzt. Wir haben auch noch den großen Traum mit an dem neuen Verdichtergehäuse vielleicht an der Ansaugung da hinten nochmal was zu machen. Aber es sieht so eng da hinten alles aus. Ich der Meinung bin, das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Ah! Das ist es! Der Gerät. Ist er ölig? Ist er fröhlich? Na Benni, guckst du an das Gerät hier. Macht auch schon männlich, ne? Kannst du dir vorstellen, was das für eine Scheiße war, das so zu bauen, ne? Ja. Definitiv. Oh, hier auch schon eine WMI, ne? So, und der Bogen hat schon einen Grund, warum wir den damals direkt dran geschweißt hatten, ne? Weil selbst das ist schon zum Dom sau eng, ne? Ja, genau. Das ging schon gerade so. Naja. Ja, das ist ungefähr, so groß ist das noch gar nicht, das ist ungefähr 70.
Inducer. Auf, was hat das dann Radrücken hier? Ich glaube 91, 90. 91. Mhm. So, ja, nee, also der Kollege fliegt jetzt auf jeden Fall raus. Und wir machen da, hier, ich habe mal eine kleine Kiste mit Alu mitgebracht, man weiß ja nie, was an so einem Abend noch alles passiert, ne? Ein paar Luftfilter, ein paar Schläuche, alles was das Lager gibt. Genau, wir stecken jetzt einfach mal das neue Gehäuse drauf und dann gucken wir mal, wie wir die Verrohrung so anpassen. Aber hier seht ihr nochmal internes Schubumluftventil. Das heißt, da ist ja hinter dem Verdichter Druck. Das heißt, bei 3 Bar macht es einmal kurz, das geht auf und die Luft geht direkt wieder vor den Verdichter. Und bei sowas ist immer ganz wichtig, dass man wirklich alle Ecken und Kanten wegschleift, damit das da wirklich gut strömt. Weil man darf wirklich nicht vergessen, das strömt halt so richtig da. Also da geht schon gut Luft bei 1000 PS durch. Aber sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Aber ja, auch kein Mist angesaugt. So. Ja, so also ein bisschen. Aber dafür, das, was der schon mitgemacht hat. Wobei, wie ja, groß das war ja, der jetzt? Weißt du der ist ja schon mal einmal neu gekommen mit der großen Turbine, ne? Aber er hat immerhin schon wieder ein paar Läufe, wie es vom Spiele. Das gut ist es aber eigentlich gehen, ne? Weil ganz viele sagen ja immer Borgwana, aber ich muss immer wieder sagen, für das Geld funktionieren die echt Bombe, ne? Absolut. Also für das Geld muss ich wirklich auch immer wieder sagen, dass das top funktioniert. Ja, so, jetzt nämlich die Frage, ob das wirklich alles so gut passt. Zentrierung passt schon mal? Ja. Ja, also jetzt zumindest so, dass wir bauen können. Ja, okay. Das fast bauen können, ja. Ja. Ja, und jetzt ist ja immer die große Frage, da könnten wir jetzt, ich weiß noch, wie wir in dem einen Video schon drüber philosophiert haben, wie man das jetzt positioniert, ne? Ob so oder so oder so oder so. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwie erstmal die Verbindung von hier zum Rohr bauen. Ja, aber es wird wahrscheinlich später irgendwo so stehen, ne? Ich glaube, es wird auch optisch besser so aussehen, wenn es so ein bisschen... Was hast du, Benni? Ich würde auch ungefähr so stellen. Das ist jetzt übrigens schon Upgrade, aber da gehen wir später drauf ein. Da gibt es nochmal ein extra Video von. Also ihr müsst jetzt alle einfach denken, hier ist Turbolader. Okay. Problem ist ja, ich denke, wir können als allererstes... einen Schnitt machen. Genau, weil auf gar keinen Fall mag ich das, wenn hier ein 90er... Geht ja nicht. Wenn wir hier jetzt einen 90-Grad-Bogen drauf machen, haben wir die gleiche Scheiße wieder, dass die Schläuche runterfliegen. Mhm. Das heißt, hier muss... Achso, wir können natürlich auch den alten daneben halten. Das heißt, wir werden am Ende ja eh so viel Platz wie möglich brauchen. Mhm. Das heißt, idealerweise schneiden wir es hier erstmal direkt dran weg, weil viel kürzer können wir eh nicht schneiden, weil es hier schon in der Rundung drin ist. Sonst können wir nicht zum Schweißen dran halten. Ne? Genau. Ach, das machst du schon. Ja, aber eigentlich optisch schon echt ein bisschen blöder, ne? Ja, ja, der hat auch optisch schon so ein paar Lagen Pulver hat er jetzt mittlerweile auch. Ne? War der nicht auch schon mal orange? Ja klar, der war schon mal orange. Ja, der hat schon ein bisschen was durch. Der war schon orange, weiß, schwarz, Natur. Das ist der ganz alte Lader von dir, ne? Ja, der war aus deinem Competition damals. Ja, das ist der immer noch. Das ist der, ne? Das heißt, als allererstes würde ich sagen, hier wegschneiden und dann überlegen wir uns, ob wir 90 Grad oder wieder so 45 und so gehen, ja, ne? Da so, ich das wirklich liebe, da rein zu flexen. Ja, genau. Schneid ab. ...76. Mhm. Ich denke mal, die Schelle wird hier am Ende irgendwo... Ja. Was sagt dein Auge? Weil eigentlich ist ja hier zwischen noch genug Luft, dass wir passend zum Gehäuse mit 63,5 rausgehen. Ja, und dann habe ich einen schönen Konus auf 76 ja. Und dann kommt die Schelle. Ja, ich glaube, ich würde es auch so machen. Dann nehmen wir hier 70, 45. 70 machen, ja. Also wir haben ich habe mitgebracht 45 und 30 Grad. Okay, weil der passt ja schon ziemlich. So, jetzt ist die Frage, wie weit wir den Lader. Also da, den Lader werden wir wahrscheinlich so hoch drehen. Ja, das ist ungefähr hier schon so eine. Circa eine Flucht ergibt, ne? Also irgendwie sowas, so die Richtung wird das aussehen. Guck mal, wenn wir den Lader jetzt noch ein Stück hochdrehen. Da können wir da schon fast hin, wo wir hin. Hier mal genug Platz für die. Ja, hier ja, es sieht von hier auch erstaunlich gerade aus. Ja. Also mein allerliebstes wäre, wir machen Folgendes, würde ich vorschlagen. Was hältst du davon? Wir schneiden, weil wir wollen ja nicht hier noch 8 Meter haben. Wir schneiden hier. Genau. Ja, klar. Da abschneiden, ab da neu machen. Ja. Dann würde ich es eigentlich schon am Auto alles zusammenpumpen. Mhm. Und während du dann diese Nähte hier schon durchschweißt, können wir es da noch einmal abnehmen und innen einmal groß machen. Mhm. Und dann schweißen wir es da als letztes dran. Ja, dann würde ich sagen, das ausbauen, abschneiden und dann können wir direkt los. Aber das fällt nach unten einfach, das fällt einfach raus. Bringen.
So, also wir haben jetzt hier Reduzierer bzw. Konus 70 auf 76, da 76 direkt drauf. Da werdet ihr dann am Ende sehen, dass da ein bisschen High-Flow-mäßig bearbeitet werden muss. Benni, hast du was zu messen und zu gucken, wie lang das gerade Rohr hier sein müsste? Weil dann würde ich nämlich einfach, das kann Benni dann ja schon... 15,2. Aber 15,2. Kriegst du ein Rohr auf 15,2 geschnitten? Ja. Echt? Mhm. Wenn ich 15,2 anpeile, kommt immer 14,5 oder 16 raus. Nee, nee. Oder es wird schief. Man schleift es noch dreimal ab. Oder ist es 15,5 schief und ich schleife es noch 14 runter. Nee, das kriegen wir hin. So, kleine Kontrollmessung hier. Genau 15,2. Warte, das sieht so aus, als wenn ihr es schon ein paar Mal gemacht habt. Ja, würde perfekt. Wie sieht der Untenanschluss? Ist ja gerade einigermaßen. Ja, da ist ja die Mutter, ne? Ja, aber ist ja einigermaßen parallel. Das pass auf, also wenn wir es hier unten haben wollen, sitzt es so. Also müssen wir eigentlich auch den Lader noch einen Tucken runterdrehen. Weil wichtig ist, dass wir hier gerade bleiben, weil sonst haben wir hier nämlich Riesenbaustelle und fangen hier an. Und da würde ich wirklich am einfachsten gerne einfach nur Vibrant zwischen und fertig. So Jungs, wie sieht's aus hier? Gut. Ja, so würde das dann sitzen. Also mit der Schelle sieht das auf jeden Fall gleich nach 3 km mehr aus. okay, pass auf, dann ich überlege jetzt von wo ich zum... Stopp, ich habe ein Veto. Die Zündspule fehlt. Ah. Nimm mal bitte einmal das Rohr weg. Mhm. Ach, das war die Baustelle. Ja, da kommen diese fetten Dinger drauf. Okay, und ist die jetzt richtig drauf? Ja. Das wird leider jetzt schon eng, glaube ich. Ja. Platt. Baustelle. Mario, kannst du das nicht vor ein paar Minuten schon sagen? Scheiße, ja, warum hast du den jetzt erst gesehen? Es ist leider jedes Mal das Gleiche. Aber ist doch egal, wie wir so drehen, es ist alles Kotze. Ja, da kommen wir nicht lang. Ich weiß, was gehen würde, aber es ist dann optisch nicht mehr so geil. Den Lader halt viel weiter jetzt nach hinten drehen. Mhm. Das wird heute auf jeden Fall mal wieder ein ganz anderes Video hier. Nee, doch, das, aber viel, besser auf jeden Fall. Viel besser, quatschen, wenig machen, das können wir immer gut. Aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Noch weiter nach hinten drehen eigentlich, ne? Ja, ich finde eigentlich so sieht es optisch ganz geil aus, ne? Mhm. Da dann so die Schelle sitzt. Könnte man schon so machen. Ja. Kommt man dann auch gut jetzt endlich mal hier ran, ne? Ja, dann müssen wir aber hier schneiden. Okay, das heißt, den... Da ab, ja. Den ab. Ja. Und ich denke mal, es ist vielleicht doch fast am einfachsten, wenn ich das hier schnell einmal drehe, dass wir das dann da final auch direkt ran machen. Ja, genau. Dann einmal ab. Fertig. Ganz wichtig hierbei ist, wir wollen drin alle Übergänge perfekt haben. Das heißt, wir konnten jetzt leider nur Stück für Stück durchschweißen, damit wir dann von innen immer noch zum Schleifen rankommen. Das heißt, wir haben wirklich Stück Nummer 1 rangesetzt, einmal rumgeschweißt, von innen verschliffen, nächstes Stück und so weiter. Und dann sieht das am Ende nämlich richtig geil aus. Kleiner Trick dazu. Man kann sich den Aufsatz ganz einfach verlängern. 6er Schaft abschneiden, dann ein 8er Rohr mit 6 mm Innendurchmesser einfach draufschieben und schon kann man hier vorne einfach jedes Schleifmittel, was man nutzen will, einfach reinstecken. Das geht auch. So, aber Ende vom Lied ist, das Ganze ist richtig schön glatt da drin, ohne Übergang. Ist in meinen Augen auch sehr wichtig, weil es kommt ja bekanntlich aufs letzte PS und die letzten Karma an. Jetzt, das Rohr ist fertig, jetzt bauen wir es mal ein und gucken uns das Ganze an. So, Rohr ist drin. Benni, machen wir einmal die Schelle hier ab. Mhm. Das Patent dahinter ist eigentlich diese beiden Ringe. Da kommt ein O-Ring rein, dann kommt genau diese Muffe darüber. Mhm. Da dichten die beiden O-Ringe dann drin ab. Genau, so sehen die aus. Und dann kommt einfach nur klack diese Schelle drum und fertig. Genau, drückt man einfach hier rein, fertig. So, aber ich muss sagen, das sieht doch schon richtig gut aus hier. So, und das Coole ist dann, dass das Rohr am Ende sich tatsächlich in diesen Ringen noch ein bisschen kippen, bewegen, rein, raus und so weiter kann. Ich glaube 15 Grad, ne?
Ja. Wobei Philipp ja eigentlich Gegner von diesen Schellen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich war immer ein Gegner von diesen Schellen. Aus bis, welchem Grund? Weiß ich nicht, irgendwie fand ich, ich habe wirklich bei Limo nie Probleme mit Schläuchen gehabt. Mhm. Nie. Bis das jetzt hier beim Oma Golf das erste Mal mit Schläuchen so brutal losging. Mhm. Okay, Baustelle Nummer 1 sieht somit gut aus. Jetzt, Benni, müssen wir hier unten weitermachen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein einfacheres wie da oben. Ich denke mal, es ist fast am einfachsten. Wir nehmen jetzt einmal den Kühler ab, schneiden den Ring minimal ab und setzen da den Ring drauf. Ne? Mhm. Und das machen wir dann wahrscheinlich am besten gleich hier auch, damit wir nicht allzu oft den Kühler abbauen müssen. Ne? Weil die Schelle kommt nämlich auch als nächstes. Ja. Oder was sagst du? Beziehungsweise hier. Ja. Aber hier wolltest du jetzt ein bisschen schräg abschneiden? Oder passt das so, meinst du? Ah, genau, ja. Das muss Herr Controller sagen. Also so würde es jetzt gerade passen, aber der wandert ja so noch ran. Okay. Also wenn man jetzt nämlich unseren alten Bogen hier mal reinsteckt. Ja, das passt nicht so geil, Benni, weißt du? Sieht man, dass der... Mhm. Dass da ein bisschen Winkelversatz noch. Ich meine, auf dem Video sieht es immer gut aus. Theoretisch müsste es eigentlich ein bisschen mehr hier... Genau, ja. Also den Bogen ein bisschen einkürzen, ne? Oder wir schneiden den ganzen Wulstring ab. Ja, oder... Wulstverbinder. Ja, ganz ab, genau. Mit einem kleinen Quell erstmal noch rein. Sogar noch tiefer. Genau. Noch tiefer, ja. Erstmal nochmal ein Winkel. Und dann aber direkt die Vibrand? Und dann die Vibrand, ja. Oder willst du einen Winkel draufsetzen? Nee, ein Winkel und dann die Vibrand. Okay, also den... Wir können hier dann auch wieder abschneiden. Stücke. Mhm. Weißt du? Also sprich, dass das erstmal so nach hier vorne kommt. Okay. Ja, also Kühlerpaket ab. Ja. Und da unten geht's weiter. Ja. Ein paar Stunden später, wir haben doch ungefähr 20 Mal alles zusammen und auseinandergebaut. Aber? Oder 22 Mal. Oder 22 Mal. Jetzt ist alles durchgeschweißt und alles ready. Jetzt ist nur die Frage, wie es passt. Deswegen würde ich mal sagen, Marius. Ja, das passt schon ganz gut, tatsächlich. Ja, hier fehlt jetzt ein bisschen Vaseline, ne? Ja, wir machen jetzt hier schön Fett drauf, ne? Und der Mann, der es pulvern muss dann. Alter, da holst du jetzt aber ein Spezialfett raus, Benni. Ja, das ist ultra spezial. Alter, außer Tube. Na lo. Ja, wenn es dann flutscht, dann flutscht es schön ab. Kriegst du die noch drauf, ja, ne? Jetzt können wir Sicherungsspind, zack, montiert. So, jetzt sieht man nämlich auch mal schön, wie viel Weg das Ganze noch hat und am Ende auch einen Anschlag hat. Ja. Und egal in welche Position Flo das jetzt gerade hier hindreht, ist es immer dicht. Ja. Diese beiden innenliegenden O-Ringe einmal abdichten. Ja. Ja, hier haben wir jetzt am Ende doch noch ein paar Bögen eingebaut, damit es nicht ganz so gerade und langweilig aussieht, oder? Ich denke, das Ganze ist jetzt safe, oder? Auf jeden Fall. Das ist mindestens 3,5 Bar Druckfeld. 4? Auch das. Wenn ich mir überlege, wie viel Ärger wir auf den Events mit den ganzen Schläuchen hatten und da jetzt einfach Ruhe ist, ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Und es lässt sich geil montieren. Ja. Und alles Taco. So, jetzt wollten wir uns eigentlich die Ansaugbrücke noch angucken, weil die hatten wir ja neulich bei Paul auf dem Prüfstand einmal schnell nachgeschweißt. Hier ist allerdings so dick Pulver drauf, dass Benni sich weigert, da jetzt zu gucken. Das heißt, die lassen wir lieber einmal entlacken. Ja, ist schon besser. Also es war jetzt hier schon wirklich schwierig, weil die Pulverreste halt wirklich schwierig sind zu schweißen. Ne? Es zieht immer wieder in die Schmeißnaht und ja. Das heißt, einmal entlacken und dann gucken wir uns an, wie wir die verstärken. Ne? Genau. Das muss alles durchgepulvert werden und dann geht es mit dem Lader nochmal einmal zu TTE auf jeden Fall. Da gehen wir später nochmal drauf ein, das zeigen wir euch dann. Und jetzt kommt als letztes nur noch das Wastegate, ne? Das Wastegate, ja. So, offener hat ein offenes, hatten wir ja vorhin gesprochen schon. Jetzt ist die Frage, wo wir es hinsetzen. Ich würde es, glaube ich, irgendwie so setzen. Oder vielleicht zum Kompromiss. Genau, so ein bisschen schräg vielleicht. Ne, ich würde so irgendwie so vielleicht. Ja, muss man aufpassen, hier ist Pluspol, ne? Mhm. Ja, wir können ja ein bisschen rüber, wir können ja auch auf die Naht. So, weißt du? Ja. Ich würde es noch ein bisschen nach hinten kippen, ne?
Ja. So irgendwie die Richtung, ja. Wenn ich hier muss ja logischerweise eine Öffnung rein. Ja. Wie machen wir das? Wir markieren jetzt an. Mhm. Und dann erstmal ein Loch bohren, aufschneiden, aufdremeln und dann verschweißen wir direkt. Weil ich persönlich würde, bei Edelstahl hätte ich es auch so gemacht, bei Alu würde ich es direkt einfach drauf schweißen. Können wir auch. Und mein Fräser, der geht da so durch wie Butter. Und gar kein Loch machen. Genau. Und ohne fahren einfach für die Optik. Nee, ich würde es einfach Anzeichen draufschweißen, richtig schön dick draufschweißen, dass wir da richtig schön schon eine Naht drin haben. Ne? Du kannst halt. Und dann würde ich einfach ein bisschen bohren und würde dann mit dem Dremel durchgehen. Geht auch. Bei Alu geht's. Genau. Bei Alu geht's auf jeden Fall. Ja, können wir machen. So, dann zieht Benni da jetzt einfach eine Naht durch und ja. Ich mache das von innen einfach auf. Ja. So, hier sieht man jetzt gleich nochmal cool. Die beiden O-Ringe laufen. Genau. Also die beiden O-Ringe laufen am Ende hier drin und das dichtet eigentlich O-Ring zu O-Ring ab. Und dann ist egal, wie das Rohr sich da drin dreht. Das passt. Ja, Benni, dann schweißt du mal einen ab hier. Yes. So, Marius hat hier einmal schnell reingebohrt. Jetzt gehe ich hier einfach mit dem Kollegen durch. Das geht wie Butter und das Loch hier ist offen. Das sieht doch gut aus hier. Ratzfatz, schön lang. Also Jungs, ich würde sagen, haben wir gut gemacht. Feier am Benni, oder? Jo. Aus einer Stunde sind ein paar mehr geworden. Sind wir 5-6 Stunden geworden, ist schon wieder nach 12. Aber jetzt sind immerhin nach 1, ja. Nach 1 schon? Hoffentlich nach 1. Oh, okay. Krass. dafür sind jetzt alle Schläuche raus. Ja. Das heißt. Ja, mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ein bisschen Bastelstunde heute Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.